Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Castlevania Lords of Shadow 2. Wir haben das Amulett des Weifen. Genau das haben wir nämlich bekommen. Das ist total awesome Shit. Das hatten noch nicht mal die Entwickler auf dem Plan, dass ich sowas bekomme. Wir haben natürlich das Amulett des Weißen Wolfs, das wir wahrscheinlich hier einsetzen müssen. Das möchte ich aber ehrlich gesagt noch gar nicht tun. Denn hier gibt es da noch ein bisschen was zu entdecken. Deswegen kletter ich einfach mal schnell hier hoch. Und dann hier so rüber. Und dann gucke ich mal, was man hier so machen kann. Kann ich hier rein? Hallo? Nein. Es ist dunkel, ich möchte da nicht rein. Das ist böse. Kann ich da irgendwie rüber? Nee. Ach, guck mal, da ist auch was. Komme ich da hin? Ja, da komme ich hin. Und ich hole noch ein paar Sachen kaputt, weil wir können es einfach. So, das hole ich mir natürlich jetzt schnell auch. Wenn wir schon mal dabei sind, wa? So. Zack, zack. Du hast einen leeren Stein gefunden. Juhu. Ach genau, was ich ja machen wollte. Wolfsaltar. Ich muss das Bio-Kern... Okay. Was ist das? Ach so. Ah. Das ist jetzt unsere neue Nebenmission. Ist das so? Keine Ahnung. Wir haben aber ja genug Punkte, um uns wieder ein bisschen, ne? Hier. Was steht da? Ach so. Oh, hier gibt es auch noch Texte. Leck mich am Popöchen. Okay. Kaufen. Was ist das hier nochmal alles? Leck mich am Arsch. Also wenn ich das vorlesen soll, haben wir einiges zu tun. Ne? Wisst ihr Bescheid. Naja. Moment. Wo kann ich nochmal kaufen? Wo waren das? War das hier? Hm. Nein. Ich habe vergessen, wo man kaufen kann. Wo kann ich denn kaufen? Wie geht denn das nochmal? Ach so, hier. Ha. Okay. Ein bisschen leeres Schwert könnte man pimpen. Ich weiß es auch nicht. Aber 500 ist ja schön teuer. Was haben wir denn hier noch? So, nee, das darf ich nicht. Das kann ich. Ich glaube, das habe ich schon, ne? Würde ich mal so vermuten. Habe ich irgendwie so... Da kann ich mehrere Sachen kaufen? Nee, irgendwie nicht. Du kannst diese... Ja, schön. Konstante Peitsche. Guillotine. Gegenschlag. Nee, wir machen. Ach komm, hier. Konstante Peitsche. Läuft. Gekauft. Das wäre jetzt Level 2. Ah, okay, jetzt. Überall, wo das dann steht, das kann man dann noch aufwerten und die halt nicht. Okay. So. Dann geht's weiter. Wobei ich ja sagen muss. Hier war doch auch noch irgendwas, oder? Habe ich mir das nur eingebildet gehabt. Den kann man nicht kaputt machen, das ist blöd. Joa. Irgendwas. Da oben ist noch was. Wie komme ich da? Hör mal, da. Da kann ich aber schon auch noch irgendwie hoch, oder? Oder etwa nicht. Das nee, leere Schwert, los. Verdammt. So, nein, hör auf damit. Wie war denn das nochmal? Ich hab's vergessen, verdammt. So, so. So. Oh. Ich verliere Leben. Ah, Hilfe. Irgendwas... Ah nee, ich hab mein Leben gerade. Ach, ich weiß auch nicht mehr. Was? Warte mal, Moment. Ja, ich hab doch. Mit Steuerkreuz oben, okay. Und dann? Nein. So? Ach so. Nein, ach. So. Boah, so, zack. Läuft. Zack, läuft. Gucken, wo ich hier hinkomme. Ich möchte mich gerne ein bisschen beeilen. Das wäre total super.
Los, Herr. Achso. Herr Belmont, schon gut. Nicht so aggressiv, bitte. Ich würde mich gerne mal wissen. Ah, dann komme ich nämlich. Na, zum Glück bin ich hier nochmal ein bisschen gucken gegangen. So. Jawohl. Mehr Leben. Du hast 5 Lebensstände gefunden. Deine Gesundheitskapazität ist gestiegen. Ja, ich bin begeistert. Okay. Ich glaube, mehr habe ich hier nicht verpasst. Mehr gibt es hier auch gerade nicht. Das bedeutet, wir können wieder zurück. Und das Wolfssiegel oder das Amulett des Weißen Wolfs benutzen. Glaube ich. Ich glaube, mehr war hier nicht. Mehr habe ich jetzt nicht übersehen. Hoffe ich zumindest. Das wäre sonst ziemlich blöd. Da habe ich hier nicht auch irgendwo eine... Ach, hier ist die Karte. Ja. Ja, das eine Ding ist ja ziemlich dunkel. Da komme ich nicht rein. Toll, jetzt hat das Geräusche gemacht. Jetzt habt ihr gerade gehört, dass mein Renderprogramm fertig geworden ist. Juhu. Dieses Bumm. So. Okay, dann benutzen wir das Amulett des Wolfs. Cool. Ah, okay, jetzt muss ich wahrscheinlich in diesen dunklen, dunklen Gang hinein. Ich finde es eigentlich cool, wenn die so langsam laufen, weil es irgendwie episch aussieht, aber irgendwie nervt es auch, weil das dauert dann immer alles so lange. Hm? Der Wolf ist weg. Und wir auch. Komm jetzt wieder. Super, das folgt uns ja. Wo sind wir denn? Achso, ist das Portal? Oder wie, oder was, oder wo? What the fuck? Ah, okay, wir sind wieder zurück, also in der Echtzeit. I'm back in the real world. Das ist ja echt kranker Scheiß, ey. Ach, guck mal, da ist das Siegel. Cool. Brauche ich das? Nee, eigentlich nicht. Ich vermute, mein Ziel ist es ja, den Wolfsaltar noch einmal zu benutzen. Ich sehe jetzt hier auch nichts Spannendes. Okay. Ich kann allerdings hier nochmal hochklettern. Komme ich dann einfach nur zurück oder kann ich dann nochmal woanders hin? Nee, okay. Dann ist das uninteressant. Und wir benutzen das Ding nochmal. Sieht voll geil aus, der Wolf. Hä? Ach so. Sicher haben die Diener Satans bei dieser von Dämonen bevölkerten Firma die Finger im Spiel. Ah, mit ihm kann ich hin und her wechseln, oder? Ich probiere das jetzt mal ganz kurz aus. Wahrscheinlich wird euch das schon völlig klar sein. Aber ich denke, er wird mich immer... Ja, genau, okay. Jetzt kann ich leider nicht abbrechen. Okay, mit ihm können wir zwischen den Dimensionen wechseln. Alles klar. Was heißt niemals entkommen? Ich komme doch zurück. Bleib doch mal locker, ey. Wir möchten dich vernichten. Du hast unsere Kartoffeln geklaut. So, und jetzt bin ich back. In der falschen Welt. Hui. Das ist cool. Das ist echt cool gemacht. Jetzt muss ich das natürlich nochmal machen. Oh. Ich kann irgendwie nicht. Okay. Ach, hört auf mit dem Scheiß. Ihr kleinen...
Pisser. Pissasse. Jetzt, geh doch mal. Ho, hi-ha-ho. Jetzt, geh doch mal. Oh, jetzt weiche ich nur noch mal aus. Ihr kleinen Schweinebacken. Na toll, jetzt bin ich zurückgekommen, weißt du, muss kämpfen, ey. Ich wollte es aber mal im Guten probieren, aber so geht das nicht. Kinders. Dann werde ich euch alle töten. Wir halten ganz schön was aus, wa? Finde ich aber nicht so in Ordnung. Oh, er ist tot. Warte, 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 komm her. Zack. Ich brauche ein kleines Festmahl. Also kriegen wir auch wieder ein paar Bonus-Points. Ach komm. Bei dir schlürfen wir nochmal ein Schlückchen. Tschüss. So. Hallo. Ja, ich würde das auch voll gerne benutzen, aber ich darf irgendwie nicht. Oder kann ich jetzt immer wieder... Ah, der ist immer noch da, okay. Aha. Ich habe schon wieder genug Erfahrungspunkte. Ich werde das wahrscheinlich machen, wie auch in Lords of Shadow 2. Ich werde erstmal ein paar Pünktchen sammeln und dann irgendwann die ausgeben. Aber erstmal sammle ich ein bisschen. Weiß ich, ich mache das immer so. Ich sammle Punkte und dann gebe ich sie aus. Dann kann man immer mehrere Sachen auf einmal kaufen. Das finde ich cooler. Ihr Stalker, ihr. Unsere Wut schützt sich vor den widerlichen Überresten der menschlichen Vergangenheit. Aha. Interessant. So, I'm back, motherfuckers. So, dann holen wir uns nochmal hier ein bisschen was. Boah, da muss ich unbedingt auch alles finden. Ui. Das Blut. Es folgt uns. Voll der Lügner, du hast gerade gesagt, ich bin gar nicht mehr dein Fürst. Du hast mich angelogen, einfach so, kappendreist. Hat funktioniert. Jetzt gibt's ordentlich was aufs Fressbrett. Da. Was ist das? Ach so. Ach, die muss man noch... Nein, die sind verschwunden. Dafür mache ich hier alles kaputt. Da kriegt man nämlich auch Sachen raus. So, zack. Was da oben? Ah, leeres Schwert, okay. Aber was gibt's hier? Okay. Da muss ich also wirklich hin. Also kann ich ja durchaus mal einen Abstecher hier lang machen. Um hier alles kaputt zu machen. Ach, hier bin ich wieder in der Haupthalle drin, ne? Okay. Ich werde aber wahrscheinlich immer noch nicht stark genug sein. Ich denke, das Spiel wird mir das dann schon sagen. Wenn ich es denn bin. So, Moment. Ach so. Aha. Aha. Das sind aber fleißige Mitarbeiter. Die sind ja relativ fix unterwegs, ey. Um das alles wieder hier ganz zu machen. Schon begeistert. Mach ich jetzt wieder alles kaputt. Vielleicht... Ah, siehst du, ich finde da nämlich ein paar Sachen drin, ne? Die man ja durch... Ach, guck mal, hier sind auch Erfahrungspunkte drin. Also lohnt sich das ja doch, das kaputt zu machen. Was auch immer das alles hier ist, das ist... Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie das geht. Warte mal. Nee. So, so. Jetzt habe ich schon wieder irgendeinen Scheiß getrunken. Moment. Ach so, stimmt. Leere Projektion. RT. Mann, RT ist aber nicht das so. Warte, zack. So. Geht doch. So, ich komme immer noch nicht so ganz klar mit diesem RT-Gedöns. Hopp, hopp. So.
Was passiert denn hier? Ich werde mich mal einfach kurz verwandeln. Finde ich voll geil, dass wir uns in eine Ratte verwandeln können. La la la. La la la. Ist doch gar nichts. Na, das war jetzt aber Schiss. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Ach, guck mal, ich kann sogar springen als Ratte. Hui. Hui. Ach so, doch, ich muss wahrscheinlich als Ratte hier... Nein. Okay, ich war... Okay, alles klar. Ich habe verstanden, Spiel. Ich weiß, was zu tun ist. Ich muss das einfrieren und dann als Ratte da durchkriechen. Alles klärchen. Vor allem, ich habe alles kaputt. Zack. Kann ich das auch kaputt machen hier? Nee, das ist zu groß. Was haben wir hier? Oh, ich reiße hier das Herz raus. Ach so, stimmt, verdammt, ja. War jetzt eigentlich total unnötig, aber ist egal. Okay. Zack. So. Please, verwandle dich schneller, Prinz der Finsternis. So. Und jetzt aber rucki zucki dadurch. So. What? Okay. Ach so. Alter, die Ratten sehen aber auch ein bisschen crank aus. Muss ich mal so sagen. Oh fuck, ja gut, das hätte man sich natürlich jetzt auch denken können. Hui! Hui! Das ist voll geil, das sieht voll cool aus, als Ratte zu springen. Ich glaube, ich muss in die elektrischen Ströme rein. Oder auch nicht. Ich glaube, es wäre gesünder, wenn ich... Moment, warum kann ich... Moment. Moment. Ne, da kann ich nicht lang. Warum gibt es hier zwei so eine Wege? Das muss ich jetzt eruieren. Guck mal, hier gibt es auf jeden Fall noch Erfahrungspoints. Juhu. Hier muss ich auch gar nicht hin. Aber ich bin hier. Ich komme aber nicht rum, ne? Ne. Okay. Das könnte aber hier vielleicht sein, oder? Der Weg? Ne, auch nicht. Irgendwie kommt man da bestimmt auch hin. Ich weiß aber nicht wie. Also gehen wir wieder zurück und versuchen uns jetzt... Moment, hier werde ich mal wieder ein bisschen langsamer sein. Ich finde auch cool, dass wir hier keinen Timer haben. Wir können einfach so lange eine Ratte bleiben, wie wir wollen. Ich möchte gerne das ganze Spiel eine Ratte sein. Das wäre so schön. So. Ich check erstmal die Lage. Dann müssen wir nämlich schon wieder zurück. Ich kann mich hier aber zurück verwandeln. Ach so, guck mal, da ist so einer. Okay. Erstmal hier reingehen. Hihi. Okay, ja. Ha! Läuft. Hardcore-Ratte! Und damit haben wir das wohl außer Kraft gesetzt. Ah, jetzt haben wir ihn abgelenkt. Ich verstehe alles, mein Freund. Ein Techniker. Der jetzt rumtechniktet. Okay. Du hast eine Kartei freigeschaltet, sieh dir an, Reitetagebuch, in dem du weg. Ja, ja, bla 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 bla. Mach ich mal einmal kurz, damit die hier, ne? Versteht er. So, zack. Okay. Achso. Ah, cool. Wir haben auch nur eine gewisse Anzahl an Versuchen. Okay, das habe ich vorher gar nicht gesehen. Aber wir haben ja genug Versuche. So.
Jetzt können wir den Fledermausschwarm. Leider weiß ich. Ah, doch so. Fuck. Okay. Das passiert, wenn wir gesehen werden. Schnell, versteck dich. Das wollte ich einfach mal kurz zeigen, was da passiert. Du weißt ja nicht, wo ich bin. Blubli, blubli, bla. Oh, guck mal, der hat was kaputt gemacht. Der schießt. Oh, oh. Oh, fuck, der hat Ratten kaputt. Ach so, wenn ich Ratten verliere. Der geht jetzt zurück, ne? Auf seine Position. Okay, die Ratten zeigen mein Leben an als... Okay, ich verstehe. Okay. Problem ist, ich habe nämlich vergessen, wie das nochmal ging mit diesem scheiß Fledermausschwarm. Ah. Ah, Aber ihn will ich nicht. Warte, mach weg. So. Ich muss da den anderen... Zack. Dann wird er nämlich abgelenkt. Los, lass dich ablenken jetzt. Hallo? Hallo? Ja. Das scheint ihn irgendwie jetzt nicht so sonderlich zu interessieren. So? Oh, fuck. Okay, alles klar. Weg. Wie soll ich den denn ablenken? Der interessiert sich gar nicht für den komischen Techniker da. Na, dies ist ja strange. Ich bin mal weg hier. Schön für dich. Kauf den Keks. Ich dachte... Ja. Eigentlich dachte ich ja vielleicht so. Nee, aber hinterherlaufen wird auch nichts bringen. Dass die Fledermäuse ihn nicht jucken, das ist doch scheiße. Aber für dieses Problem finden wir in der nächsten Folge eine Lösung. Hoffe ich zumindest. Oh, das war jetzt falsch. Naja. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal bei euch fürs Einschalten. Hoffe, ihr seid in der nächsten Folge auch wieder mit dabei. Bis dahin, haut rein, Leute.